austauschen, ich möchte hier nicht jetzt zu lang werden, ist, dass wir doch den Menschen auch einen positiven Leistungsgedanken wiedergeben müssen. Man kann nicht darauf warten, dass das Geld für was immer, wie Manna vom Himmel fällt. Es entsteht nur durch sinnvolles Wirtschaften. Es gibt nichts in diesem Staate, was nicht auf Basis der von uns, von allen Beteiligten, von allen Arbeitern, Angestellten, Unternehmern, erwirtschafteten Geldern entsteht. Jede Institution ist davon abhängig, dass es hier Unternehmen gibt, die ihre Steuern zahlen, und zwar hier im Lande nach Möglichkeit. Angestellte und Arbeiter, die ebenfalls hier ihre Steuern zahlen, Unternehmer, die hier Steuern zahlen, etc. Und die mit den Erträgen der Wirtschaft dieses Land finanzieren. Wir haben auch, und das muss man auch sagen, und das geht ein bisschen, vielleicht habe ich es übersehen, Herr Professor Hohlmeier, ein bisschen ab. Auch wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, und das muss man zugeben. Denn wir können nur dieses Wachstum in unserer eigenen Geldbörse als Pensionen, als Gehälter, als was immer verdienen, dass wir auch irgendwo wirklich erwirtschaftet haben. Das heißt, zu fragen, warum sind jetzt auf einmal die Staatsschulden so hoch, hat viele Gründe. Einer davon ist einfach, dass wir ein sehr umfassendes, sehr begrüßenswertes und in jeder Hinsicht auch gut ausgeformtes Sozialwesen eben Gott sei Dank finanzieren konnten. Wir können es aber nur so lange finanzieren, als die Wirtschaft in der Lage ist, einen Mehrertrag zu schaffen. Wenn sie das nicht mehr ist, wenn also die Innovation in der Wirtschaft, die Industrie nicht mehr ausreicht, um diesen Mehrertrag in Form von Steuern abzuführen, für den Staatshaushalt, da gelingt uns die Umverteilung nicht mehr. Ja? Dann haben wir, der Wohlstand hier ist ja auch massiv angewachsen. Man kann nicht nur sagen, dass alles jetzt massiv schlecht ist. Österreich ist nach wie vor, Gott sei Dank, pro Kopf ja relativ gut fundiertes Land. Wir müssen trachten, dass die Ausgabenpolitik des Staates auch im Sozialbereich angepasst ist an die wirtschaftliche Leistung, das, womit man sich überhaupt verschulden darf und soll. Ich teile völlig Ihre Meinung, Herr Professor, dass die Aussichten, wann es quasi mit dem Schuldenmarkt zu Ende ist, Sie schätzen das so im Schnitt um das Jahr 2030 ein. Ja? Also das teile ich auch, also so kann es ja nicht weitergehen, das schaffen wir ja alle nicht. Ja? Das heißt, es wird auch natürlich für jeden von uns die Herausforderung geben, womit trägt man selbst für den Wohlstand in diesem Land bei. Das Dritte, was ich sagen möchte, und das möchte ich noch einmal betonen, es geht um die Verteidigung unseres eigenen geistigen Erbes, das Erbe, das wir aus vielen Generationen hier in Österreich, ich sage, geschenkt bekommen haben. Und dieses geistige Erbe ist eben mit einer bestimmten religiösen und moralischen Auffassung verbunden. Und wer diesen Pfad verlässt, wird allerlang schiefbruch erleiden. Und insofern hat man mir Ihre Zitate besonders gut gefallen, das Zitat von Saint-Exupéry: Wenn Menschen gottlos werden, sind Regierungen ratlos, Lügen grenzenlos, Schulden zahllos. Damit möchte ich schließen.